perfekt. Er war übrigens gestern noch im Club. Wer, Michael? Er hat mir vorgeworfen, ich würde dich gegen ihn aufhetzen. Ehrlich gesagt, weil ich ihn dir völlig durchgeknallt. Bitte, Jan, ich will nichts mehr von ihm hören, ja? Hallo? Mein Name ist Stello. Tut mir leid, der Eiskäfi kommt sofort, ja. Hey, schaffst du irgendwie heute? Am besten machst du Feierabend. Du bist lieb. Aber ich kann doch nicht erst eine Extraschicht übernehmen und dann einfach plötzlich wieder abhauen. Ich finde schon die Ausrede für dich. Danke. Und lass dich nicht unterkriegen von diesem Blödmann. Hallo. Ist Nicole da? Hola, Michael. Nein, sie arbeitet. Um die Zeit, da ist doch sonst schon Schluss. Haben Sie Nicoles Arbeitsplan auswendig gelernt? Im Modell ist viel zu tun. Ja, habe ich wohl Pech gehabt. Soll ich hier was ausrichten? Nein, lassen Sie mal, danke. Adios. Hallo. Ja, geht in Ordnung. Nein, Herr Stamm. Wir haben alles im Griff. Ja. Okay, bis dann, tschüss. Ach, Christine, ich soll Ihnen schöne Grüße von Herrn Stamm ausrichten, ja? Jetzt reicht's aber, Carmen. Sagen Sie, macht Ihnen das eigentlich Spaß? Sie haben doch genau gesehen, dass ich mit meinem Schwager telefonieren wollte. Hab ich nicht? Was war denn das jetzt schon wieder? Was hast du vor? Ich lasse mir von ihr nicht länger auf der Nase rumtanzen. Na ja? Was willst du? Willst du Rolf anrufen? Hier, bitte. Was willst du ihm sagen? Rolf, deine Assistentin ist böse zu mir, ja? Du gibst ja ein prima Bild von uns ab. Möchtest du eine Kopfschmerztablette haben? Danke, es geht schon. Außerdem hast du heute schon genug Krankenschwester gespielt. Wo bleiben die denn? Beruhige dich doch, das dauert halt ein bisschen. Du fühlst dich auf wie eine Glucke. Du wirst dich ja wohl ein bisschen Sorgen machen dürfen, oder? Sei froh, dass du einen hast, der dir so am Herzen liegt. Na, endlich. Und? Thomas hat jetzt einen Fulltime-Job auf der Yacht. Konnte den Arzt gerade noch davon abhalten zu amputieren. Keine bleibenden Schäden, wenn ich das richtig verstanden habe. Na also. Komm mit, wir gehen schon mal rein. Der Arzt war übrigens total begeistert von deinem Verband. Er fragt, ob du einen Job brauchst. Nee, wirklich nicht. Die Zeiten sind vorbei. Wieso? Hast du mal Krankenschwester? Ja, noch so ein Geheimnis von dir. Ist ja echt ein Grund, krank zu werden. Eistee? Gerne. Michael ist völlig verzweifelt, weil du so hart zu ihm bist. Thomas. Ich bin hart zu ihm, weil er mich zur Verzweiflung bringt. Er liebt dich halt. Bedingungslos. Nein, rücksichtslos. So, dein Mitgefühl in allen Ehren, aber ich glaube, du lässt es Nicole besser mal allein. Ich hab doch nur gemeint, ich hab gedacht, ihr würdet miteinander reden. Stattdessen geht das Ganze wieder von vorne los. Sag das nicht mir. Miss Mallorca hat sich in den Kopf gesetzt, die Beleidigte zu spielen. Du erinnerst mich gerade an unsere Tochter. Vor 5 Jahren. Aha. Ich bin also kindisch, ja? Und Carmen? Immerhin ist sie eine ganze Ecke jünger als du. So ist das also. Sie kann sich austoben und du findest das wahrscheinlich auch noch süß. Ja, klar. Ich finde Frauen besonders sexy, wenn sie Gift und Galle spucken. Danke, das hat gesessen. Tut mir leid. Du kannst ihn auch provozieren. Vielleicht brauchst du ein paar Tage Abstand. Hm? Nimm dir doch ein paar Tage frei. Ist natürlich auch eine Art, Probleme aus der Welt zu schaffen. Thank you.
ganz nett. Stefanie denkt übrigens, du würdest sie benutzen. Hey, ich rede Nicole nicht mehr rein und du machst mir keine Vorwürfe wegen Stefanie, okay? Dann sage ich dir eben nicht, was die Prinzessin von deinem Businessplan hält. Mann, jetzt mach's nicht so spannend. Stefanie glaubt, du möchtest ihren Vater als Investor gewinnen. Für den Club? Wie kommt sie denn darauf? Sie macht sich so ihre Gedanken. Zum Beispiel darüber, wie praktisch es für dich ist, eine reiche Freundin zu haben. Sie glaubt... Das ist doch völlig absurd. Weißt du was? Du legst dir jetzt einfach eine heiße Badewanne und entspannst. Und dann essen wir alle zusammen. Hm? Kochst du? Hey, ich? Werden sollst. Überredet. Und das Thema Männer ist tabu. Ja, sowieso, ne? Also Nicole tut mir wirklich leid. Ja, der Kerl ist schon hartnäckig. Der war vorhin hier. Hat nach Nicole gefragt. Was? Gut, dass du ihr nichts gesagt hast. Kommt bitte mal in mein Zimmer, das müsst ihr euch anschauen. Michael ist hier in meinem Zimmer gewesen.